Tag der Jobcenter 2014. Zum fünften Mal sind Führungskräfte aus Jobcentern in ganz Deutschland in Berlin zusammengekommen, um gemeinsam darüber zu sprechen, wie es gelingen kann, noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Für Bundesministerin Andrea Nahles ist es wichtig, vor dem Eindruck guter Arbeitsmarktzahlen jetzt in den Bemühungen nicht nachzulassen. Die Jobcenter leisten einfach gute Arbeit. Und das ist etwas, was mir noch mal stärker bewusst geworden ist im internationalen Vergleich. 43 Millionen Erwerbstätige, das ist wirklich Rekord. Und auch besonders viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, das freut mich umso mehr. Und insoweit kann man tatsächlich sagen, wir haben eine wesentliche bessere Situation als noch vor 10 Jahren. Und daran haben Sie alle mitgewirkt. Und dafür möchte ich Ihnen ganz zu Beginn auch heute des Tages meinen persönlichen Dank aussprechen. Noch bessere Einstiegschancen für junge Menschen, noch mehr Perspektiven für Langzeitarbeitslose. Diese beiden Themen stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt beim Tag der Jobcenter. Eine hohe Beschäftigungsquote auf Dauer ist eben nur dann möglich, wenn wir wirklich allen eine Chance eröffnen. Gerade bei Jungen, gerade bei Langzeitarbeitslosen haben wir jetzt große Herausforderungen. Aber wir haben eben auch einen Arbeitsmarkt, der wesentlich aufnahmefähiger ist. Und deswegen glaube ich, sollten wir es anpacken und diese Chancen beim Schopfe packen, um eben an der Stelle voranzukommen. Wie gelingt es den Jobcentern, Jugendliche noch besser zu erreichen? Betrachtungen dazu aus der Wissenschaft. Klar ist, dass in Jugendliche und junge Erwachsene heutzutage viel privates und öffentliches Geld investiert wird. Und das ist auch gut so. Berufliche Orientierung und Qualifizierungswege sind länger und Lebensentwürfe vielschichtiger geworden. Es gibt heute viele Möglichkeiten, sein Leben und seinen Lebensverlauf zu gestalten, und das macht es für junge Menschen nicht immer leichter. Ein Blick in die Praxis. Bei Internetunternehmer Jürgen Janku sind Absolventen aller Schultypen herzlich willkommen. Wir nehmen 40% Hauptschüler, 40% Realschüler und 20% Gymnasiasten. Wir sprechen hier über die letzten 2 Ausbildungszyklen von 15 Auszubildenden. Denken Sie mal an die Betriebsgröße und wir packen das. Wir haben 3 Studenten, die immer noch da sind und auch bleiben, und haben 7 junge Leute von den Jobcentern vermittelt bekommen. Das ist faktisch Leute, die keiner mehr nehmen würde. Und jetzt kommt das Faszinierendste: Ich habe es nie bereut. Bundesministerin Andrea Nahles gibt den Startschuss für ein neues Kommunikationsmittel. Das Geschäftsführungsextranet als trägerübergreifende Austauschplattform für Jobcenter-Leitungskräfte. In 6 Workshops geht es nun in die Detailarbeit. Hier stehen Themen wie die Jugendberufsagenturen, Fragen zur Chancengleichheit oder berufsanschlussfähige Teilqualifikationen auf dem Programm. Thema ist auch die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten und die Gesundheitsförderung und Beratung als Teil der Aktivierungsstrategie in der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Außerdem wird das Bundesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit vorgestellt, das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert wird. Staatssekretär Torben Albrecht aus dem BMAS macht deutlich, warum Bildungs- und Ausbildungschancen für junge Menschen der zentrale Schlüssel für die Zukunft unserer Gesellschaft sind. Es geht um Menschen, um Familien und um Perspektiven. Deswegen habe ich sehr, sehr großen Respekt davor. Was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern leisten, zwar jeden Tag leisten. Hier ist jetzt vielleicht ein bisschen Familientreffen, aber ich hoffe, das gibt Ihnen auch was mit in der alltäglichen Arbeit an Motivation und auch das Gefühl, dass man gemeinsam etwas erreichen kann. Noch mehr Perspektiven für junge Menschen, noch mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit. 2 zentrale Herausforderungen für alle Jobcenter in Deutschland.